Hallo und herzlich willkommen zu Mad Games Tycoon 2 Staffel 2. 2.2 in einem neuen Bild mit ganz vielen neuen Sachen. Wir haben in der letzten Folge angekündigt, dass wir nochmal einen neuen Spielstand aufmachen werden, einfach weil so viele Updates dazugekommen sind, die aber nur funktionieren, wenn man quasi mit einem frischen Spielstand dazukommt. Das ist eine Sache, bin ich ganz ehrlich, die habe ich nicht so auf dem Schirm gehabt, als wir angefangen haben, weil ich wollte so gerne wieder Mad Games Tycoon mit Basti spielen. Und ja. Deswegen habe ich das in Kauf genommen, unbewusst. Aber wir fangen jetzt einfach mal einen neuen Spielstand an und machen auch alles ein bisschen schneller, weil das meiste habt ihr ja verstanden. Forschmansoft. Oder machen wir so, Forschmansoft. Können wir das auch mal machen. Forschmenschensoft, weil wir wollen ja auch international. Aber wir sind jetzt auch mal Amerikaner, oder? Wir können auch mal Amerikaner sein. Das ist doch schön. Wir können auch mal, oder wir können auch mal, was bietet sich denn, Dänen. Wie wär's denn mit Dänen? Das ist nicht ganz weit weg. Ja, stimmt. Aber ich kenne mich mit Dänemark nicht so aus. Die haben die ersten Erotikfilme gedreht. Ja, super, da haben wir's. Alles klar, wir machen Dänemark. So, Schwierigkeitsgrad Mittel. Verkaufszahlen deiner Spiele. Ja, gut. Ah, ich will natürlich auch nicht pleite gehen. Aber wenn wir. Na, vielleicht lassen wir doch mal. Wir wollen doch Arcade mitmachen, oder? Und Arcade war doch dann Ende der 70er, Anfang der 80er. Ja, du hast recht. Ach, verdammt, du hast recht. Okay, was? Wir lassen alles so, wie es ist. Spezialgebiet, Erotik habe ich hier leider nicht. Ja, das macht aber dann würde ich mich mal auf Action. Lass uns mal auf Action kommen. Komm, wir werden die Dänen, die Forschmansöfter, die das Action-Genre richtig dabei gehabt haben. Ja. So. Ich würde hier einfach mal Lance angeben, weil ich gerade wieder Mass Effect angefangen habe und da haben wir den Charakter Lance genannt. Wegen Lance Armstrong. Und ich gehe mal ein bisschen durch. Ja, guck mal, das sieht doch super aus. Die Dänen sind ja eher ein bisschen angefröstelter. Ah, ich sehe mich da wieder als Däne. Ja. Extra Farbe. So. Ich weiß auch nicht, aber. So, na gut, wir sind richtig guter Game Designer, können aber auch. Achso, ja. Ich werde ein bisschen programmieren, wäre auch schon ganz gut. Ja, ich würde so machen. Gibt es auch noch ein paar neue Perks? Deutlich schnelle Engines entwickeln brauchen wir einfach nicht. Auftragsarbeiten, ne. Wir sind doch als Entwickler sind wir wahrscheinlich motiviert, da brauchen wir so einen Perk nicht, ne? Also wir werden wahrscheinlich nicht. Stimmt, als Chef seiner eigenen Firma, da machst du eh. Nicht so viel, aber wir erzeugen keinen Schmutz, wir werden niemals krank werden und die wir müssen auch nie auf Klo. Okay. Schön, so. Ich weiß nicht, wie wir das machen, so Tutorial brauchen wir jetzt aber ganz sicher nicht, da haben wir schon eine ganze Staffel für gehabt. Auto so, ich gehe mal ein bisschen schneller durch, du weißt ja, was passiert. Ja, alles gut. Genau. Wunderbar, die Tür stellt er an die falsche Stelle. Aber Nein, da wollte ich nur mal so machen. So, machen wir sowas. Ja, ich bin gespannt. Wir wollen jetzt ja auf jeden Fall auch so ein bisschen den Arcade-Markt mitmischen, ne? Ja, unbedingt. Ich habe so Lust, ich habe neulich gesehen, ich war in der Metro. Und die Metro, muss man sagen, ist so ein, keine Ahnung, großer Einzelhandelsladen, wo man größere Mengen von Gegenständen und Waren kaufen kann. Das klingt illegal, wie du es gerade erzählst. Ja, du weißt, was ich meine. So, wie hast du das denn? Gewerbekunden können da einkaufen. Da kriegst du halt ist ein Großmarkt. 20 Kilo Sauerkraut in einer Tüte oder sowas. Also kannst du, und da gab es einen Spielerautomat, den man sich selbst zusammenbauen konnte. In Original-Spielerautomatgröße. Mit Street Fighter 2. Oh ja. Für keine Ahnung. War einfach nur ein LCD-Screen mit ein paar Pressholzseitenteilen und einem Controller dazu, der da irgendwie hässlich eingebaut war. War nicht so cool, aber ich dachte, interessant, dass sowas mittlerweile in der Metro zu haben ist. Ja, na, dass das schon. Also es gibt dafür einen Markt einfach, ne? Ich glaube, das haben schon so ein paar erkannt. Ja. Was ich ja auch schön finde. Ein Teppich, aber komm. Ja, gleich. Moment. Erstmal. Nee, hier kommt hier der Aufenthaltsraum. Ja, kommt doch hier der Aufenthaltsraum. Es gibt jetzt nämlich nur eine ganz kleine Toilette, habe ich gerade beschlossen. Okay. Also wirklich eine kleine, aber wo wir schon davon geredet haben, wie viel Geld haben wir denn? 400.000, komm, dann können wir uns aber keinen Spielautomaten für 6.000 leisten. Du bist so geizig. Ja, ich wusste jetzt hier, jetzt müssen wir, wenn wir hier jetzt in den Arcade-Markt einsteigen wollen, weil das wird teuer, was hier. Und der Konsolenmarkt wird auch richtig teuer. Ja, zumindest war es in dem Vorgänger immer so.
dass wenn du da rein wolltest, in den Markt, dann musstest du richtig Risiko gehen. Ja. Und das war am Anfang auch nie einfach. Deswegen weiß ich nicht, wie lang diese Staffel hier sein wird. Aber in der ersten haben wir es immerhin relativ weit gebracht. So, ja, das stimmt. Medizinschrank packen wir mal hier hin. Da gibt es hier nochmal schöne Heizung und das Fenster. Was übrigens kommt, habe ich aber, glaube ich, einer der letzten Folgen schon erzählt, das war der Entwickler Jörg. Ich vergesse immer wieder seinen Namen. Ey, jetzt fragst du schon wieder nach dem Entwickler. Ja. Ich weine, es war, ich nenne ihn jetzt Jörg, hat ja gesagt, dass er das auf dem Schirm hat. Das ist aber relativ weit hinten in seiner Prioritätenliste, was ich auch verstehen kann, weil hier sind ja noch ein paar theoretische Features, die cool wären. Also Konsolenentwicklung bin ich Riesenfan von, aber ich will auch endlich Konkurrenten aufkaufen können und die richtig krass ausbeuten. Das ist schon noch was, wo ich mich sehe als Freund des Ausbeuter, ich verstehe schon. Ja. Und ja. Jörg und Stefan. Das ist okay. War ein Versuch. Es war der Versuch und er ist glücklich gescheitert. So, warte mal, schön. Noch eine Heizung. Irgendwie mag ich diese kleinen Räumlichkeiten. Findest du, ohne Fenster? Ja, gut, die haben ein Garagentor, das können sie auch machen, ist doch cool. Da kommt richtig Luft großes, rein. Aber ist ein Garagentor, ist ja eher eine Tür. Also ich sage nur, also es ist sicher, als Tür ist es super, weil es schön groß ist, aber als Fenster ist eher kacke. Wenn du schnell Luft austauschen willst, dann ist es doch mega. Ja, das stimmt. Oder schnell raus oder rein musst, auch dann, oder ein Auto hast, dann ist ein Garagentor sicherlich cool. Aber ich finde so ein Garagentor, also als Fensterersatz, würde ich sagen, wenn mein Chef mir sagt oder meine Chefin, hier übrigens, ich weiß, dieser Keller hat keine Fenster, aber dafür ein Garagentor, würde ich sagen, ja. Ja. So wäre meine Reaktion. So, ein Klo gibt's auch noch. Wir haben hier noch Platz. Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Na gut. Okay, das geht nicht. Dann müssen wir mal hier. Das ist fast ein bisschen klein. So. Guck mal, haben wir nämlich so eine Winzigkeit. Sehr gut. Und dann haben wir sogar noch Platz, um nachher noch irgendwas. Oh Gott. Eine Entwicklung. Naja, Konsolenentwicklung. Ah ja, stimmt. Aber guck mal, hier gibt es jetzt. Ich mache jetzt mal echt wirklich hier nur einen. Es ist, ey, die sollen froh sein, dass es überhaupt eine Toilette gibt und keinen Eimer. Ja. Ja, am Garagentor. So. Am Garage. Das ist ein Multifunktionsgerät. So, wenn es stinkt, müsst ihr einfach nur das Garagentor aufmachen. Es ist sowohl eine Tür, als auch ein Fenster, als auch eine Toilette. Viel Spaß damit. Ja, wir haben schließlich schon unser Auto verkauft. Mehr können wir nicht aufgeben. So, hier noch schön mitten in den Raum. So. Ja, okay. Muss man mal außen drum laufen, das wird lustig für die Pflanze. Ja, auch das verringert einfach die Zeit, die man sonst verschwendet für so einen Quatsch. Auf schönes Togien Schnapping. So, guck mal, noch ein, zwei Heizungen hin, dass keiner meckern kann. Du bist echt lieb zu den Mitarbeitern, finde ich sehr gut. Ich bin zu gut, willst du sagen? Nee, nicht zu gut, man kann nicht zu gut sein. Gibst du noch einen Kaktus? So, okay, dann brauchen wir dringend Leute, die wir einstellen können. Ja, guck mal, jetzt haben wir hier sowas. Ich kenne, aber was ist denn das? Ach so, das sagt uns einfach. Ach nee, das sind wir selber. Ja, ja, gut, sein. Okay. Ich wollte gerade sagen, wer ist denn Lance? Entlassen, los, entlass ihn. Pleite. So, Arbeitsmarkt. Programmierer, Game Design, Grafiker, Sounddesign. Finde ich alles gut. Also, ja. Habe ich jetzt vier? Ja. Dann kannst du uns vielleicht. Wer sind wir denn? Wir sind Game Designer. Wer ist noch Game Designer? Sound Artist? Programmierer? Entschuldigung. Nein, rüber. Ach, jetzt hast du die einzige. Finde ich doch nicht. Wir haben eine Frau, oder? Naja, so. Okay, so. Also jetzt, Basti, auf geht's. Wir brauchen ein neues Franchise. Und kommen wir nicht mit Tauchen und sonst irgendwas. Okay, wir sind ja vier Entwickler. Deswegen würde ich erst mit vier nehmen. Vielleicht nehmen wir irgendwie. Oh ja, Zahlenspiele liebe ich. Vielleicht sowas wie. Muss Action sein übrigens. Ja. Four Heroes. Ach, wir können nur Rennspiele entwickeln gerade, das ist ja kein. Ja. Dann Four Wheels. Und dann Deutsch. Wir sind Dänen. Muss auch einen dänischen Bezug haben. Ich weiß gar nicht, was so dänisch ist. So. Was ist denn dänisch? Ich weiß nur, typisch dänisch. Heißt nicht Lederlappen Batman? Was? Irgendwie sowas? Lederlappen? War da nicht irgendwas?
Habe ich noch nie gehört. Du verarschst doch, mich doch. Doch, du musst mal googeln irgendwo auf dem Handy hier. Dänisch Lederlappen. Hast du ein Handy gerade da? Weil dann google ja, mir ja, mal bitte ich was. Ich gerade mal. Ich habe hier was, 17, Auto, 17, Auto? Nee, 17 einfache Vokabeln aus Dänemark. Ich will nur Autorennen auf Dänisch. Was heißt das? Oh Mann, den muss ich hier mal nochmal gucken. So, warte. Und es muss entweder mit Druiden, Klempnern oder Superhelden zu tun haben. Druiden finde ich gut, okay. Ich bin noch dabei. Ja, ich habe nur ein Handy. So, Motorlob. Autolob? Motorlob. Das Autorennen. Aber Lob mit einem durchgestrichenen O. Ja, das kann ich nicht. Da mache ich mit Doppel-O. Okay. Motorlob. Aber irgendwo so, kommt irgendein Untertitel noch. Du weißt, die deutschen Fernseh- ach so, ja. Spiele haben immer ach noch so Motorlob. Ja, heiße Reifen. Gang rein. Gang rein, aber heiße Reifen waren die auch gerade gut. Weil wir ja die Erfinder des Pornofilms sind, hast du gesagt. Reifen, so. Heiße Reifen, doch, das passt. Okay. Sehr gut. Es war deutsch, aber hey, wir sind halt nah dran. Ja, ja. So, dann machen wir es erstmal für ein Byte. Mehr geht sowieso noch nicht. Das ist eh alles, kommen alle Sprachen. Dass wir alle Sprachen machen, na gut, okay. Also. Keine Story, Charakterdesign brauchen wir auch nicht. Level-Design. In dem Fall, wenn ja. Missionsdesign finde ich eigentlich ganz gut. Vielleicht eher nicht so lang, aber nur hohe Zugänglichkeit. So, ich glaube, alles ist innovativ. Das ist aber eher jugendfrei und auch ein bisschen einfach. So, mal ganz schnell. Okay. So, Tastatur, Pause. Mal schnell, jetzt bei der wichtigsten Sache geht er ganz schnell durch. Aber ist okay. Naja, ist ja heiße Reifen, ich glaube, das wird noch ja, nicht wir wollen so einfach schnell mit dem, wir wollen erstmal schnell mit dem ersten Spiel auf den Markt kommen, das ist schon klar. Motorlöb. Ich finde ich gut, Motorlöb, da sehe ich mich. So, wir haben immer noch keinen Forscher dabei. Ja. Das ist schlecht. Boah. Die Konkurrenz schläft nicht. Ja, ich weiß nicht, ob so, das jetzt schon immer noch nicht. Gibt. Nee, so, ich würde nochmal fortsetzen. Ich liebe diese Grafik. Dieses rosane Auto, das ist geil. Ja, was man sich alles ausmalt und dann sieht das einfach aus wie Grütze. So. Bürokraft ist nicht gut im Forschen, ne? Forschung. Wir brauchen irgendeine Forschkraft gerade. Du könntest ja einen unserer Entwickler darüber setzen. Nee, die sollen aber gerade entwickeln. Ja. Und die sind im Forschen auch alle nicht gut. Ich gebe noch mal einen Moment. Programmierer. Wie sieht deine Forschkraft aus? Auch nicht gut. 11. Was war denn hier? Forschkraft war immerhin eine 16. Komm, was soll's. Weil wir müssen hier möglichst schnell reingehen. So, was ist wichtig? Gameplay-Features sind wichtig. Absolut. 141.000. So, unser erstes Spiel, Basti. Entwicklung abschließen. Publisher suchen. Mhm. Midway oder Epics? Epics. Okay. Ich vertraue dir blind. Okay, das hat schon mal gepasst. Jawohl, richtig gut. 36%. Ja. Grafikkulisse lässt ziemlich viele Federn. Durchschnitt, die Soundeffekte und der unterirdische Soundtrack können leider nicht überzeugen. Unterzeugen, ja. Die Steuerung ist nicht, ist zu sagen. Zur Steuerung ist zu sagen. Okay, immer die Steuerung ist ganz in Ordnung. Der Dreck lässt sich gut bedienen. Egal. So, Motorlöb. Ist das erste Spiel. Guck doch mal. Schon mal 200. Ja, ey. Verkauft. 277. Das sind fast 300, wenn man das so. Also, ich glaube, die 1000 schaffen wir. Ich weiß nicht, ob wir da ins Plus kommen. Ich glaube nicht. Wir sollten direkt einen Nachfolger entwickeln. Ja, okay. Oder wir machen erstmal für Nintendo ein bisschen User Interface erstellen. Natürlich nimmt sich Nintendo, dieses dänische Unternehmen. Ja, die sehen, guck mal, die haben ein Spiel rausgebracht. Wir brauchen Leute. Ja. Die Spiele rausgebracht haben. Die haben ein Spiel rausgebracht. Wir müssen die. Da suchen wir uns auf dem europäischen Markt, vorzugsweise in Dänemark, sehr gerne Fachleute, Fachkräfte, die das können. Ja. So, Arbeitermarkt. Oh, guck mal, jetzt wird es doch hier Wissenschaftler. Das ist doch schon mal gut. Einstellen. So, haben wir schon mal zwei Wissenschaftler. Wir können uns natürlich auch gleich überlegen, ob wir hier ein zweites Büro hinpacken. Ja, denke ich, könnte man fast machen, weil es wäre ganz clever, dass wir da immer parallel noch Add-ons. Ja, ich weiß gerade noch nicht, wofür. Wir können, glaube ich, auch noch keine Engine entwickeln. So, hier Action. Wir brauchen möglichst schnell Action. Gibt's noch nicht. Aber, ja, Geschicklichkeit und Adventure. Ja, aber es kostet 30.000. Wir haben nur 200.000. Was wirklich aufpassen. Was war denn sonstiges nochmal?
Na, sonstiges ist, ach so, ja, du hast recht. Guck mal, Konsolenentwicklung, aber kostet 10 Millionen. 10 Millionen? Fuck. Okay. Ach so, wir sollten vielleicht aber gleich mal... Support, oder? Vielleicht? Nee, Telefonsupport, jetzt schon? Wir haben überhaupt, also gerade exakt null. Ach so, ja, nee, der Untergenre ist gut. Wir brauchen ganz schnell Qualitätssicherung, aber da kommen wir gerade noch nicht hin. Deswegen machen wir erstmal Untergenre. Find okay, ich auch alles gut. Klar. Gut, dann nächstes Spiel, so, oder? Spiel entwickeln, also, jawohl. Wir können halt noch nicht einen Spielbericht erstellen, ne? Das ist das Problem. Nee, da, eben deswegen brauchen wir ganz schnell die Qualitätssicherung. Ja, du hast recht. Okay, da müssen wir uns rantasten. Spiel entwickeln, neues. So, was hast du deinen Übersetzer bereit? Warte, ja, ich guck mal DeepL, ob das funktioniert. Warte mal. Was möchtest du denn aber wir haben, es ist leider wieder nur ein Rennspiel. Da machen wir. Wir können mal Dirty Lurp machen. Ja, finde ich gut. Dirty Lurp. Und ja. Das jetzt, da ist es eher so Offroad. Ja. Rausch im Dreck. Rausch im Dreck. Ja, finde ich gut. Dreck. Ja, es ist nicht perfekt. So. Mit Superhelden, komm Superhelden. Mit Superhelden, oh, das ist na, gut. Klar, aber dann ist Dirty Lurp nicht der richtige Name. Dann ist es Super Lurp. Ja. Super Motor Lurp. Ja, finde ich richtig gut. Das war jetzt dann irgendwie auch ein Nachfolger irgendwie? Oder? Naja, nee, da ist eine eigene Marke. Das vertuschen. Helden mit Reifen. Gummihelden. Helden aus Gummi. Mit Gummi. Aus Gummi? Gummi, okay. Naja, ich werde nicht ja, doch, ist gut. Also mit Helden finde ich ja schon mal gut. Also sowas wie, was könnte man denn, was verbindest du denn Helden mit Helden? Am Steuer. Helden am Steuer, das ist super. So, Basti, da haben wir, das ist richtig gut. So Main-Plattform. Warum Engine Byte 1, warum nicht? Na, egal. Warte. Was hatten wir denn noch? Was kann denn die andere? Ja, die hat 0,2 Millionen. Ja, nix kann. Im Gegensatz zu 2,3 Millionen. Das kann da sie recht. Nicht, alles so, gut. Nicht so gut sein in erster Linie. So. Also ich würde auch unten, dass wir einfach unten nochmal... Ach so, da ja, okay. Erstmal okay, wir machen erstmal mal gucken, was überlegen wir. Wir müssen die Story, würde ich auf jeden Fall richtig runtersetzen. Ja, du hast recht. Charakterdesign muss ein bisschen höher vielleicht. So, ja. Weil, ne... Ja. Spiellänge braucht nicht so viel. Nee, das kann ganz gut sein. Ich meine, guck dir an, wie Pong war. Da war einfach Event. Nur... So, was war... Ich würde sagen, Soundgrafik ein bisschen zurückdrehen. Ja, Sound und Grafik, so, okay. Genau, Technik ein bisschen höher, weil Gameplay und... Ja, genau, das so... Ah, ja, probier mal. Okay, doch, also super. Also, guck mal, hier haben wir schon mal ein bisschen was erforscht, das ist gut. Da gehen wir auf jeden Fall mit der Zeit. Ach so, wir haben noch 4 Punkte über. Ja, gib mal eins auf die Story und genau. Und das ist zumindest so, komm, sehr zugänglich. Da soll okay. Jeder soll da sofort rangehen. Okay, super. Okay. So, 96.000. Guck mal, wir kommen fast, also ich will nicht sagen, dass wir ins Plus kommen, aber wir kommen, naja, nicht ins Plus. Viele Fans sind über die Qualität von Motor und heiße Reifen verärgert. Viele Fans? Wir haben null Fans. Ja, sind aber von denen sind die meisten verärgert. Ja. Oh boy. Na gut, okay, ja, man kann nicht alles haben. Zum Beispiel gute Spiele. So. Lass mal gucken, dass wir auf über 100 kommen. Ich meine, kommen. Was wir auch uns überlegen können, was gibt uns denn die Bank? Die Bank gibt uns 250.000. Das ist nicht viel. Ja, vor allem muss man es ja auch bezahlen. Ne? Also guck mal, was das Spiel jetzt bringt. Ne? Davon würde ich es jetzt abhängig machen. Also wir müssen wirklich schnell an diese Qualitätssicherung kommen, weil ohne kommen wir, glaube ich, hier nicht weiter. Ja, lassen wir noch ein bisschen weiterentwickeln und wenn wir das Spiel veröffentlicht haben, dann können wir mal gucken, ob wir vielleicht gleich noch einen Tick. Lass sie noch ein bisschen weiterentwickeln. So, wir haben noch 3 Auftragsarbeiten, die wir gleich machen können. Naja, ich würd jetzt rausgehen. Warte. Noch. Das liegt noch... Noch ein bisschen. Das liegt halt rum. Ganz kleines bisschen. Ja, okay. So, heiße Reifen ist raus. Ist okay, für 13.000 als Lerneffekt und jetzt raus. Eben, so, jetzt so. Wir suchen. Ja, doch, wir bleiben bei denen. Okay. So, vielleicht geht das ein bisschen besser. Ja. Naja. Ja, 50. Naja. Also. Das war auf jeden Fall besser, du hast recht. Okay. Haben wir jetzt ein Genre? Wir können immer noch keine. Wir sollten aber ein neues Genre vielleicht entwickeln. Ja, eins brauchen wir, damit wir das wenigstens nutzen können, unser Second Genre. Oder wir suchen uns jetzt hier die richtigen Themen raus. Also Auto würde sich ja zum Beispiel anbieten. Ja, gibt's aber nicht. Doch, gibt's. Autos? Ja.
So, warte mal, und hier machen wir mal ganz kurz schon mal die Kurzarbeit. Ja, ein bisschen Geld verdienen nebenbei wäre ganz gut. Aber und dann sollten wir doch wirklich ja, super. Okay. Wir sollten tatsächlich zur Bank gehen, das Geld holen, die Qualitätssicherung fürs nächste Spiel, damit wir die schon haben. Das wird sehr interessant. Soll ich? Mach mal. Monatliche Zinsen 1300, na gut, okay. Okay, ja, da gehen wir jetzt Risiko, aber das finde ich, 6000er kommen. Ja. Ey, guck mal, 156 ersten Fans. Schön. Endlich Fans, die verärgert sein können. Da freue ich mich. So, Qualitätssicherung. So. Sonstiges Qualitätssicherung 200.000. Oh boy. Ja. Ich weiß. Ja, aber guck mal, wir kommen mit Supermoto Löb, glaube ich, schon ins Plus. Ja, mit 3000. Juhu. Also das funktioniert schon mal. Ja. Naja, das verkauft sich sicherlich nicht. Ich meine, die IP 02. Okay. So, Qualitätssicherung entwickelt. Wir können ein Auftragsspiel entwickeln. Bringt es was? Naja, gibt jetzt gerade, ich meine, 33.000 Bonus. Na gut, machen wir. Und Mindestbewertung 15%. Ich glaube, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Und ist vor allen Dingen auch ein Rennspiel. Wir sind schon die Rennspielexperten, das muss man sagen. The Underworld. So, B. Was buttern wir rein? So, warte mal, du hattest auf jeden Fall eher in der Richtung. Einfach war gut, Casual war gut, Story auf 1. Ich glaube, das hat auch ganz gut funktioniert. Ja. Oh, ich würde mal wieder sowas ausprobieren. Ja, das passt ist jetzt schon. Ja, nur 15% ein kleines Prozent zu kriegen, reicht das. So, deswegen, also für 15% gibt es keine Pausenfunktion. Keine Pausenfunktion, sondern nur Controller-Support. Mach mal alle geeigneten Features, was das schlägt denn davor? Naja, alle. Aber ja, das kommen dann auch alle. Nee, du musst dran denken, das muss mindestens 15% haben dafür, dass wir Geld rauskriegen. Das ist nur ein Auftragsspiel, da haben wir nichts mit zu tun. Okay. Hauptthema. Ach so. Autos. Ja komm, Autos. Gibt irgendwie Sinn. Ach, kacke. Wir haben Tastatursupport. Muss es haben. Na gut, okay, ja, verstehe ich. Akzeptiere ich noch. So. Der Auftraggeber hat dir die Grundvergütung in Höhe von 1.800 überwiesen. Die Bonuszahlung von 33.000 erhältst du, sobald du dem Auftraggeber das Spiel überreichst und die Presse das Spiel mit mindestens 15% bewertet hat. Naja. Okay. Also das kriegen wir wohin? 15% Spiel. Kommt mir irgendwie ganz schön wenig Geld vor für dieses. Aber gut, vielleicht, weil wir so ein kleines Entwicklerstudio sind, geben sie uns noch nicht so viel. Mhm. Entwicklung fortsetzen, noch kommt. Die Bugs gehen nicht. Also ich möchte schon gerne einfach mit dem. Ja, gut, okay. Mit dem Ruf kommen, dass wir keine Bugs haben. Es ist scheiße, aber das soll so. Ey, guck mal, 47.000, ey, das läuft. Ah ja. Könnte man fast mal gucken. Das Spieletester. Forscher gibt es, glaube ich, gerade eh nicht, wa? Nur besonders. Doch, wir könnten noch. Aber guck mal hier. Den hier. Der ist schnell Saui, aber. Anna Maria. Sie ist schnell Saui. Naja, ey. Dafür geht es jetzt ein bisschen schneller, weil das zieht sich hierher sonst ewig. So. Ja raus. Abschießen. Spiel abgeben. Bin ich mal gespannt, ob wir. Ja, guck mal. Ist fast besser als unser eigentliches Spiel. Ach, naja. Fast so. Gewinn minus 2000, das ist nämlich die Scheiße. Weil wir zu viel für die Entwicklungskosten ausgeben. Aber wir haben dadurch Erfahrungen gesammelt. Ja, das stimmt. Und haben hier den Ansehen bei einem Auftraggeber gewonnen. Ja, man kann also wirklich auch. Ja, man kann. So, guck mal, jetzt machen wir es nochmal richtig. Ja. Mindestbewertung 5%. Gibt dann aber Vergütung auch. Vergütung nur 600, das ist ja krass. Naja, aber Bonus 34.000. Wir machen das nochmal und jetzt kriegen wir es aber hin, dass wir hier nicht zu viel ausgeben. Ja. Also, das passt alles. Nicht alle Sprachen, mach nur Englisch. Stimmt. Nur Dänisch meinst du? Nee, nur Englisch, okay. So, jetzt kostet es 20.000. Das hat ja keinen Einfluss jetzt auf die Kosten, ne? Das hier, nee. Das ist einfach nur die Qualität. Aber wir wollen Charakterdesign, mach mal runter bitte das Charakterdesign, das ist wirklich Quatsch. Okay, du hast recht. Hast du recht. So. Aber hier dann mal Zugänglichkeit voll. Ja, und Spiellänge muss auch nicht so lang sein. Genau. Spieltiefe eigentlich auch nicht. Das ist ein kurzer Kick. Ja. Genau so. Ich finde, das hat ganz gut funktioniert hier. Ja, so. Doch. So, also, Pause funktioniert. Wir brauchen Tastatur.
Wir machen nur Tastatur-Support jetzt. Ja. Wir wollen jetzt mal das Maximum rauskriegen. So, ja. 5%. Aber gut, das also unser Motor, Supermotorlob ist doch toll. Ja. Hat das, sich doch gelohnt. Das ist in Ordnung. So, wir wollen keine Bugs. Das ist ja, okay. Ja, das sollten wir schon nochmal machen, dass die Bugs raus sind. Weil wir wollen ja eigentlich auch so schnell wie möglich in den Arcade-Markt, ne? Ja. Okay, und hau raus, das Spiel. Entwicklung abschließen, abgeben. Also dafür, dass wir eigentlich hier gerade Fließbandmist abliefern, ist das alles noch okay. So, guck mal, ja. 5.000 verdient. Naja. Naja, ich immerhin. Weiß ja nicht. Also da bin ich von der Mechanik noch nicht so ganz überzeugt. Nee, da sind diese Auftragsprogrammierungen schon ein bisschen schicker, ne? Ja. Aber man kann natürlich wenn du das am Anfang machst, kannst du natürlich irgendwann große Spiele programmieren, ne? Wo du viel Geld verdienst. Ja, das kann sein. So, komm, Qualitätssicherung, gib mir. Gib, danke. So, Qualitätssicherung. Zack. Zack. Schön. Nee, obwohl doch, das passt schon. Es wird eine kleine Qualitätssicherung, aber wir machen ja auch nur kleine Spiele. Aber zwei Mitarbeiter passen auch da rein, oder? Ja. Passen auch drei. Drei würde ich schon machen. Okay. Einfach fürs Gefühl. So. Sehr gut. Die kriegen auf jeden Fall auch eine Heizung. Sehr gut. So. Auch eine Lampe stellen wir auch nochmal hin. So. Und ein Kaktus. Ja. Reichst du mal einen Stift? Au! Hier wird sich nicht bewegt beim Arbeiten. So. Ja. Sehr gut. Und da müssen Leute rein, die was können? Die Spieletester. Am effektivsten sind Spieletester. Also müssen wir jetzt mal gucken. Forschung. Spieletester. Game Testing. Da haben wir direkt zwei. Ja, die ist das okay. Okay. So, und dann wollen wir direkt mal Spieleberichte erstellen. Ah, guck mal, aber auch für die anderen. Das ist ja eine gute Sache. Ja, machen wir für alles, was wir hier gemacht haben. Natürlich. Na gut, egal. Ja, genau. Dann machen wir gleich. Jetzt, ja, was passt denn noch zu Autorennspielen? Affen. Donkey Kong. I see what you did there. Aber oder Apokalypse. Apokalypse, Bogen, Casinos, Chemie. Gibt es sowas wie Straße? Nee, aber Stadt vielleicht. Rennen? Ja, sicher. So. Rennsport. Ja, na gut. Rennsport würde ich schon machen. Ey, wir müssen so einen Spielbericht für Supermotorlob machen, damit wir damit nämlich unseren nächsten. Ja. Ich mache mir für Supermotorlob auch kurz nochmal ein Update. Sehr gut. Weil das läuft ja überraschend gut. Also 113.000 hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, ehrlich gesagt. Ja, da können wir unseren Kredit bald bedienen, denke ich. Das stimmt. Wenn wir das wollen wir da direkt gleich einen Nachfolger machen? Ja, ne? Alles andere wäre ja eigentlich Quatsch. Gibt es noch irgendwas Cooles hier? Wir können ein Unterthema noch entwickeln. Ja, mach mal. Einfach nochmal das Günstigste hinten ran. Das kostet nicht so viel. Ja. Und wir müssen dann auch an hier bald denken. B+. Nee, ich würde das. Obwohl, nee, doch haben wir nicht genug Sachen, die da. Also, dass wir die Spiele größer machen können. Ja, ich weiß, was du meinst. Okay, ich würde sagen. Das ist im Moment noch kein Thema. So, jetzt Nachfolger, wa? Können wir schon? Nee, können wir noch nicht. Aber ist egal, weil wir nehmen uns jetzt hier. Supermotorlob. Den Spielbericht von Supermotorlob. Ja. Okay, guck mal. Okay. Vielleicht sollten wir Zugänglichkeit einen Tick runterschrauben. Warte mal, können wir das nicht übernehmen? Das ist Ansehen. Ah ja, hier, so Supermotorlob. Dann nehmen wir mal Spielkonzept übertragen. Mhm. Aber vielleicht jetzt keine Superhelden. Zeigt an, wie viele Spiele mit diesem Thema auf den Markt sind. Dann machen wir aber Rennsport. Gibt es auch ein paar, aber wir sind gut. So, Rennsport. Untergenre können wir schon machen, wir haben aber keine. Ah, die müssen wir entwickeln, Basti. So, ja. Plattform Byte 1. Engine kann man noch nicht. Kommt noch. So, dann alle Sprachen. Mach nicht alle. Ja, okay. Sicher? Ja, doch mal, lass alle Sprachen drin. Ich glaube, so viel ist nicht. So, mal hier, kommen wir der Sache doch schon näher. Eine 8, eine 6, eine 1, oben eine 2 nur. Ja, Spiellänge. Und eine 8. 8 und hier eine 4. Achso, 2 und 6 heißt, das war richtig. Ja, ne? Ja, genau. So, Helden am Steuer. Begeistert. Höhere Spiellänge. Mhm. Mehr Innovation. Besseres Leveldesign. Zu viel Gewalt. Also, zu einfach und zu viel Gewalt. Ja. Zu einfach.
So, machen wir mal so. Ja, genau. So, dann war eine höhere Spiellänge. Ja, hätte ich auch gedacht. Was war aber, Missionsdesign gab es aber nichts, ne? Du hast ja noch einen Punkt vergessen, aber ja. Naja, da wollte ich gerade wissen, ob ich den in, wo ich den reinpacken soll. Zu viel Gewalt, besseres Level-Design. Haben wir das schon? Ja, ist schon. Ja, komm, dann machen wir eine etwas bessere Spiellänge. So, ja, das ist okay. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Und dann gib ihm, wie nennen wir das? Na, das ist der Nachfolger. Super Motorlob. Und dann machen wir... Aber machen wir schon sowas? SML? SML? Okay, und dann nennen wir... Zwei? Ja, und dann nennen wir es... Ja, Helden. Ja. Schon wieder Helden? Aber sie haben gar keine Helden mehr im Unterthema. Was mit vielleicht, wir geben Gas oder sowas? Oder jetzt geht's rund? Weil das Rundbahn sind? Ja, gut. Jetzt geht's rund. Runde. So. Ja, wir sind ja noch tief in den 70ern. So, zack. Weil jetzt können wir hier nämlich auch das Gameplay direkt verbessern. Komm, wir geben mal so viel rein. Geld. Okay, na gut, aber wir haben 135.000 mit dem anderen verdient. Das ist okay. Ja, es läuft ja auch noch. Also es verkauft sich immer noch ziemlich gut, finde ich dafür. Wir auch danach, obwohl nee, wir müssen das Spiel muss gut werden. Dragonhand? Ah, ich glaube, wir kriegen schon das schlechteste Spiel jetzt. Ah, oh, ich wusste es. Das war so krass. Also, dass wir haben, also vor allen Dingen Motorlöb. Naja, aber wir haben so ein Toilettending jetzt hier. Das können wir aufstellen als Mahnung, oder? Ach so. Ja, mach mal, ist lustig. Gibt's das? Nee, kann man leider nicht aufstellen. Ah, das wäre schön, wenn sie eine Trophäe dafür aufgeben würden. Auf jeden Fall. So. Jetzt geht's rund. Ja, mich würde ganz doll freuen, wenn du noch ein Poster im Flur aufhängst, dort neben der blauen Tür. Ja. Was für ein Poster hättest du denn gerne? Das Enterprise-Poster wäre doch toll. Ja, danke. Starship. Achso, ich habe Shit gelesen. Aber auch das ist okay. Danke. So, bitte. So, guck mal, Bugs raus. Und ich glaube, dann haben wir den ersten Mega-Hit. Ich frage mich nur gerade, ob das jetzt schlau ist, das Ding jetzt rauszubringen. Aber es ist ja kein offizieller Nachfolger. Weil ich weiß gar nicht, ob die sich kannibalisieren. Weil offiziell... Ja, ich weiß, das checken doch die meisten Leute auch nicht. Ich würde... Aber komm, raus. Raus damit. Haben wir irgendjemanden, der sich... Nee. Mach oben Epics, die geben uns noch am meisten. Ja. Atari fand das nicht gut. Ja. Das macht aber nichts. Ja, es gibt viel zu viele Rennspiele. Wir müssen... Ach, guck mal. Ja, komm, 60. Ja. Aber okay. Sound und Grafik. Ja, wie immer. Am Anfang. Ja. Okay, aber mal gucken. So, zweite Plattform. Das ist schon mal super. Das ist schon mal super, ja. Spielbericht erstellen. Was hatte der Vorgänger? 50 oder sowas, ne? Ja, 40 oder so. 45? Weiß ich nicht mehr. Review war eine 50. 50, ja, stimmt. Da haben wir hier schon mehr gemacht. Ja, doch. So, weil dann sollten wir mal ganz schnell, wir sollten mal ein neues Genre noch mal reinpacken. Geschicklichkeit, komm. Was passt denn zu Rennspiel? Ja, Geschicklichkeit eigentlich, ne? Ja. Rennspiele sind auch gerade noch im Trend, also wir sollten vielleicht noch ein neues Spiel entwickeln, was nicht kein Nachfolger ist. Aber vielleicht auf dem Spielkonzept von SML2 beruht. Ja, das stimmt. Das ist eine gute Idee. Und dann machen wir, jetzt geht's hier auch los. Engine-Features, Konsolen-Features. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis das freigeschaltet. Guck mal, das funktioniert auf jeden Fall. Da freue ich mich, Basti, weil wir sind mit der Folge auch schon fast am Ende. Aber wir können auch mal ein bisschen länger machen. Okay, ein ganz kleines bisschen, vielleicht noch. Aber ich meine, wir sind noch nicht safe. Wir haben noch diese zwei, durch die Investition. Ich glaube, das wird sich sehr, sehr schnell lohnen. Ja, ich denke auch. Was mache ich denn hier? Du Hallo? Machst die Heizung kaputt. Ich wollte das nicht, Entschuldigung. So, guck mal, und mit dem zweiten Teil sind wir auch schon im Plus. Also das hat schon mal funktioniert. Ja. Können wir auch gleich nochmal ein Update machen nach Themen. Was haben wir denn? Was ist denn noch? Ach ja, genau. Was bietet sich da noch? Also wir haben Rennbahn haben wir jetzt. Bogen. Buddeln, Cricket. Chemie, Cyberpunk. Also wenn wir was... Cyberspace. Passt eigentlich, ne? Rennspiel, ja, Cyberpunk. Ja, finde ich eigentlich ganz gut. Sowieso F-Zero-mäßig im Weltall unterwegs sein. Stimmt, ja, machen wir mal, komm. Ja. So, dann... Ab jetzt verdienen wir Geld, das ist doch schön.
Ja, nicht viel, aber es ist besser als gar nichts. Ich überlege nur gerade. Ein Update vielleicht noch einmal raushauen für das Spiel. Ja, stimmt. Ja. Und dann. Ja, komm. Nochmal 10.000 ist okay. So, gab's hier. Jetzt haben wir nämlich noch Gameplay. Ach so, wir sollten hier größere Spiele entwickeln können. Ja, B, ne? Die. Genau. Ja, das hat es auch ein bisschen gebracht. Müssen wir nochmal rein. Ja. Also richtig krass viel Kohle haben wir nicht. Also wir sollten direkt jetzt vielleicht. Wir brauchen noch ein Spiel, ne? Ja. Ja. So, ich würde sagen, wir sind ja, wir können ja mal uns auf die Reifen konzentrieren. Was mit Waffen und Reifen finde ich gut. Dass wir irgendwie Und ich würde auch gerne Dänen Wheel of Death, haben. Vielleicht die Reifen des Todes. Ja. Schreibt Wheels man das mit Death? H? Nee, ja. Weil ich habe Wheel. So sieht's da. Wheel? Sieht das richtig aus? Das ist schreibt dänisch. Man Wheel? Ey, komm, das ist dänisch. Das ist du schreibst doch nicht so. W. Ich habe doch extra Reifen des Todes gesagt. Du kannst doch Deutsch schreiben. Nee, ich will's aber. Wegen. Ja, das hab ich gesehen. So. Wheels of Dänen. Ja, okay. Richtig gut. Ja, das Rennspiel, ist gut. Geschicklichkeit. Ja, Cyberpunk. Autos und Cyberpunk, komm. Ah, nee, geht nur Autos. Autos, ne? Und Cyberpunk, okay. Ja, da sind wir auf jeden Fall exklusiv mit. Ach so, fuck, wir wollten ja das hier übernehmen. Ja. Wheels of Dänen, okay, das hat alles geklappt. So, Untergenre ist jetzt Geschicklichkeit, Autos und Cyberpunk. Ach, wir können jetzt auch für zwei, das ist doch gut. Was gibt's denn noch einen neuen Dev-Kits? Ach, hier übrigens Arcade. Das sind die Dinger, die wir jetzt halt brauchen, um Arcade-Machine zu entwickeln. Aber wir haben so wenig Kohle, deswegen bringt das gerade nichts. Aber da macht für den Commodore noch dazu. Ja. Der kommt doch. Der kommt. Auch wenn es nur der Pad ist. So, das sieht aber alle gut aus. So, warte mal, gab's irgendeine. Das passt jetzt alles? Ich glaube, was. Warte mal, was wir vielleicht nochmal ändern sollten. Doch wieder ein bisschen mehr die reinholen, okay. Weil die kacken gerade so ab. Okay, hast recht. Vielleicht machen wir mal sowas. Weil die kacken beide waren jetzt immer abgekackt. So, warte mal, gab's. Jetzt geht's rund. Viel zu schwierig. Zu schwierig ist. Hä? Ach so, ja gut, wir sind hier auch. Ah, okay, verstehe. Okay, zu schwierig. Und was gab's noch? Zu schwierig? Höhere Spiellänge. Okay. Mhm. Na gut, dann machen wir mal höhere Spiellänge und gehen dafür mit dem Missionsdesign runter. Ja. So. Secrets ist doch wieder. Achso, okay. Passt es? Nee, na, egal, also können schon, das ist so kein geeignetes Feature. So geheime Strecken, so wie bei Need for Speed damals. Ja, das stimmt, da gehen wir jetzt rein. Du hast recht. Das heißt so 41.000, das passt noch. So, Gameplay verbessern, gib ihm 26.000, auch das passt noch. Ja, wir haben ja auch ein paar Fans, ne? Also 96 Leute kaufen schon mal uns. Ja, das waren aber schon mal mehr, oder? Ja, egal. Ja, wir sind 105, weil wir verkaufen noch gut. 100.000? Es werden ja auch immer Besitzer von solchen Konsolen und Computern und so, das ist schon super. Wheels of Dänen, so Entwicklung fortsetzen, da muss noch ein bisschen was passieren. Ja, auf jeden Fall, Grafik und Sound ist noch viel zu schlecht. Also auf 80 sollten wir da auf jeden Fall kommen. Wir haben echt nur wenig neue Forschung, verfügbar. Reset-Knopf finde ich schön. Oh, eine Spielerentwickler-Legende könnte sich bewerben. Ja, bitte. Game Design. Ja, Game Design, den brauchen wir. Aber Alter, 12.600 komm, will der im Monat haben. Ey, 12.600, ich sag mach nur, jetzt, das ist ein bitte. Problem. Und wir haben hier keinen Platz mehr. Ja, dann musst du einen rausschmeißen oder rübersetzen. Ja, wir sind jetzt der Game Designer. Ja, aber dann pack einen von den anderen rüber ins. Oder pack Musik uns rüber. Musik und Sound. Wir sind aber Game Designer, wir können auch sonst nichts. Okay. Grafikdesign. Na gut, okay, aber du hast recht, das wäre ganz schön blöd. Dann packen wir ihn jetzt hier rein, dann macht er das jetzt und. So, okay. Ja, es wäre ganz schön doof, den nicht einzustellen. Aber 12.000 ist halt ordentlich Kohle. Die muss er auch wieder reinbringen. Das bringt er wieder rein. Na gut, okay. Der wird der nächste Lead. Ja, das stimmt. Designer. Das stimmt. So, wollen wir raushauen? Ja. Ja, komm, mach. Ist okay. Entwicklung abschließen. Es hilft nichts. So, Publisher suchen. Bleiben wir bei Epics. Ja. Okay, ja. Das sieht gut aus. Naja. Naja, aber wird immer besser.
Das Wheels of Dan könnte durchaus Nachfolger dann kriegen später mal. So. Vielleicht gibt es Auftragsarbeiten, die wir in der Zeit machen können. Ja, zum Geld die können wir machen. Und wir können auch mal die Folge abmoderieren, so ganz langsam und unauffällig. Ja, mach mal. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß mit dieser neuen Erstfolge der neuen Staffel von Mad Games Tycoon 2. Ja, vielleicht ist ja jemand dabei, der Dänisch spricht. Vielleicht könnt ihr uns ein paar schöne Titelvorschläge in die Kommentare packen. Das finde ich sehr schön. Wir gucken mal. Also wir würden uns, glaube ich, auf jeden Fall jetzt zeitnah hier mit der Kate Machine Geschichte auseinandersetzen müssen, gezwungenermaßen. Komm, da investieren wir mal in beide, wa? Ja, komm. Das wäre das nächste größere Ding. Ja, und wir müssen auch dann bald wahrscheinlich schon anfangen zu exportieren, hätte ich fast gesagt, zu expandieren. Mhm. Ich hätte ja gerne das Action-Genre, aber das gibt es immer noch nicht. Ja, da investieren wir lieber nochmal. Ja, eben, da kommen wir rein. Okay, in dem Sinne, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war, danke dir natürlich auch, Basti. Wir sind auch mit Wheels of Dan auch schon wieder im Plus, das ist gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao.